Wirtschaft wohnen soll. Und weiter geht's mit den Tipps von Gudrun Bolz und Claudia Engelmann. Cosa Nostra, 'Ndrangheta und Camorra. Diese Namen stehen für ein korruptes und gewalttätiges System. Der Bildband Malacarne leben mit der Mafia zeigt das andere Gesicht Italiens. Der Fotograf Alberto Giuliani erforscht die Mafia seit vielen Jahren, hat für seine Arbeit auch in Asservatenkammern gestöbert, fand Stillleben ganz anderer Art. An dem Buch mitgearbeitet hat auch Mafia-Kenner und Schriftsteller Roberto Saviano. Malacarne, Leben mit der Mafia von Alberto Giuliani ist bei Earbooks erschienen. Wer herrscht über wen? Der Mensch über die Natur oder die Natur über den Menschen? 12 internationale Künstler sind in entlegene Winkel der Erde gefahren, um die Kraft der Natur und die Folgen des Klimawandels auszuloten. Der usbekische Künstler Alexander Nikolajew war am Hindukusch. Im Schneesturm traf er auf einen betenden Moslem. Die bildgewaltigen Videoinstallationen sind jetzt in Berlin zu sehen. Sie zeigen eine neue Ästhetik und sind weniger politisch motivierte Kunstwerke. Die Ausstellung Unwetter, Video- und Soundinstallation in der Berliner Akademie der Künste bis zum 20. Juni. Irina ist eines von 4 Wunderkindern, die Regisseurin Irene Langemann über 10 Jahre begleitet hat. In ihrer zweiteiligen Filmdokumentation sind sie erfolgreiche Pianisten geworden. Dafür mussten sie hart kämpfen und alle Register ziehen, so wie Elena. Ein Film über Erfolg und Scheitern, aber auch über absolute Hingabe an die Musik. Die Konkurrenten, ein einfühlsamer Film nah an den sensiblen Künstlern. Die Konkurrenten, Russlands Wunderkinder Teil 2 ab übermorgen im Kino.